Ich würde gerne beten zum Start. Herr Jesus, manchmal ist es uns extrem nahe, dich zu loben und dich anzubeten. Vielleicht auch, weil es uns gut geht, weil wir viel von deinen Segnungen erfahren haben. Und manchmal ist das aber auch nicht so der Fall. Und ich bin froh, dass du so oder so in unser Leben eingesehen und weißt, wie es uns geht. Und ich möchte dich darum bitten, an dem Punkt, wo wir stehen, ob wir jetzt super gut zu Weg sind oder ob wir schwach und kraftlos sind, dass du uns begegnest an dem Morgen. Dass wir etwas von dir mitbekommen. Dass du unseren Horizont, unsere Gedanken erweitern. Amen. Genau. Das Thema von heute, oder die Reihe, die wir heute anfangen, ist ein König nach dem Herz von Gott. Wir sind ja vor einem Jahr schon in dieser Gottesdienstreihe drin, wo es um die Geschichte von David gegangen ist. Und wir haben dort verschiedene Episoden aus seinem Leben angeschaut, wo er noch nicht König war. Es sind so prägende Geschichten, die seinen Charakter geformt haben. Und jetzt heute also kommt der David die Krone über. Er wird König. In den nächsten Wochen schauen wir verschiedene Geschichten an aus dem Leben, wo der David König ist. Und es heisst ja in der Bibel, er hat ganz verschiedene schwierige Situationen gehabt, auch als König, die er durch musste. Und die Bibel sagt ja, der David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Und wir machen das, während wir die Geschichten durchgehen, überlegen wir uns, was sind denn so, oder was macht ein Leben aus von einem Menschen nach dem Herz von Gott? Wie sieht ein Leben aus von einem Mann, von einer Frau nach dem Herz von Gott, also wo Gott Freude hat, wo Gott gefällt, wo Gott sich so ausgedacht hat. Und der Punkt von heute ist, ein Mann oder eine Frau, ein Mensch nach dem Herz von Gott, der hat auch in seiner dunkelsten Stunde an Gott fest. David bekommt Krone. Er wird König, er wird zum König gekrönt. Was jetzt aber ganz wichtig ist, und da möchte ich den Finger drauf haben, bevor das der David König geworden ist, bevor er die Krone bekommen hat, ist er an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Er sitzt in der Stadt Ziklag und ist am Boden zerstört. Jetzt, wie ist das gekommen? Ich möchte auch noch ein bisschen die Brücke spannen, zu der letzten Reihe, die wir hatten, vor einem Jahr. Der Saul hat ja den David bis hin in die hintersten Ecken verfolgt. Er ist ihm nachgejagt, quer durch Israel durch. Das war übrigens auch sein Schwiegervater, der Saul. Mit einem Ziel, er wollte den David um eine Ecke bringen. Er wollte ihn umbringen. Der David, der hat sich immer versteckt in den verschiedensten Höhlen und Ecken von diesem Land. Und während er so unterwegs war, hat er auch verschiedene andere Männer gefunden, die mit ihm ihn unterstützen wollten. Am Schluss sind es 6, heisst die Bibel sagt, es sind 600 Männer gewesen, die mit dem David mitgezogen sind, weil sie einfach ihn gut gefunden haben und ihn als Anführer so hergestellt haben. Die Männer hatten auch Frauen gehabt und Kinder, also darum war es eine recht grosse Gruppe gewesen, die da unterwegs war. Und irgendeinmal ist der David an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich mag nicht mehr. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich kann doch nicht ständig ein Leben leben, wo ich immer auf der Flucht bin. Wo ich immer muss am Saul ausweichen, wo ich mich muss verstecken muss. Es ist natürlich auch eine träge Sache geworden. Du musst ja mal 600 Männer zuerst verstecken, inklusive Frauen und Kinder, die schreien. Die Kleineren, oder? Also ich stelle mir das dir lebendig vor. Das ist schwer. Und er hat den Gedanken gehabt. Der Gedanke ist, ich muss irgendetwas machen, ich muss irgendjemand her, wo der Saul mich nicht mehr verwutschen kann. Und der Gedanke war, es war ein sehr verrückter Gedanke, aber er hat gedacht, wir könnten ja zu den Philistern gehen. Jetzt, der David war nicht unbedingt extrem hoch im Kurs gewesen wie der Philister, weil schließlich hat er immerhin den Goliath ja umgebracht, ihr mögt euch daran erinnern. Aber gleich hat er gedacht, ja, ich vermute, er hat es gedacht, aber wir haben vielleicht einen gemeinsamen Feind, der Saul, vielleicht habe ich eine Chance. Und er riskiert, geht zu diesen Philister, zum Philisterkönig Achish. Und tatsächlich, der Achish macht ihnen eine Tür auf und sie kommen Asyl über.
im Philisterland, und zwar in der Stadt Ziklag. Achis sagt, David, du kannst mit deinen Männern in die Stadt gehen, mit deinen Frauen zusammen. Und so geht der David auf Achis. Sie wohnen in dieser Stadt und als kleine Gegenleistung bietet David und seine Männer kriegerische Unterstützung den Philister an. Sie machen Raubzüge auf Finden von den Philister. Und jetzt kommt der Tag. Ein Tag, ein spezieller Tag ist das, wo der David mit seinen Männern mit den Philister unterwegs ist. Sie machen gemeinsame Sache und dann kommen verschiedene Heerführer, heisst es, von den Philister. Und die melden sich beim Achish, beim Philisterkönig, und sagen, hey, Achish, wir können nicht mehr weiter gemeinsame Sachen machen mit dem David. Wir können nicht mehr weitergehen, das funktioniert nicht. Vor allem jetzt, wo wir Israel angreifen wollen, wo wir an Saul ein bisschen mal an Karren fahren wollen. Wir können nicht das mit dem David machen. Und der Achish sagt, ja, aber der David war immer treu gewesen. Auf jeden Fall, die Quintessenz von diesem Disput ist nachher, dass sich die Heerführer durchsetzen können und David nachher die Botschaft vom Achish überkommt: Du David, geht heim, wir können nicht mit euch zusammenarbeiten, verzieht euch. Und der David mit seinen Männern, dem bleibt nichts anderes übrig. Er sagt dann noch: Aber ich bin doch dir nie in den Rücken gefallen, warum jetzt das? Warum kündigst du das Vertrauen mir gegenüber? Und es bleibt ihnen aber am Schluss gleich nichts anderes übrig, als heimzureisen. Und die machen die Männer, der David, zusammen die 3 Tage heim zu dieser Stadt Ziklag, wo immer noch im Philisterland ist. Und wo sie dort heimkommen, ist die Situation ganz anders, als das sonst der Fall war. Weil sonst, wenn sie heimkommen, sind die Frauen innen, ich tue mir das ein bisschen ausmalen, aber die Frauen sind ihnen entgegengesprungen, die Kinder haben gequietscht, sie haben sich gefreut. Aber jetzt, wo sie das Ziklag weit weg sind, kommen keine Frauen. Kind quietschen nicht. Es bewegt sich nichts in der Stadt. Vielleicht noch ein paar Kleider irgendwo an einem Seil hängen. Stell mir das vor, wenn man das so filmen würde, eben so die Kamera schnell auf ein paar Kleider draufgehen, wie die so im Wind baumeln. Aber sonst ist nichts. Sie gehen in die Stadt, die Stadt ist verlassen. Es hat keine Leute, niemand dort drin. Sie gehen in die Wohnungen nie. Keine Frauen, kein Kind. Sie haben etwas zu essen, das schon ein bisschen vermodert ist vom Tisch. Und dann kommen sie es mit über. Amalekiter sind eindrungen auf Ziklag und haben die Frauen und die Kinder abgeschleppt. Jetzt heisst es, die Männer im 1. Samuel 30, Vers 4, die Männer, die kriegserprobten, kräftigen Männer, die haben gebrüllt, die haben gerannt. Ist logisch auch, weil man ist mit Kriegsgefangenen in dieser Zeit nicht unbedingt zimperlich umgegangen. Und die mussten rechnen, dass sie die Kinder und die Frauen umbringen. Das heisst, die Männer haben also gebrüllt, bis sie keine Kraft mehr hatten. Die haben sich also richtig ausgebrüllt. Sie haben am Schluss keine Energie mehr gehabt, weil sie so enttäuscht und so frustriert waren, irgendwo auch Angst hatten. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Die Trauer, die sie drinnen sind, die Männer, die kehrt sich plötzlich nachher in eine Wut gegenüber dem David. Ich weiß nicht genau, was sie ihm gesagt haben, aber ich vermute, sie werden ihm gesagt haben, die Männer, David, warum hast du uns in dein Verlisterland rausgeführt? Wir wären doch gescheiter in Israel geblieben, dann wäre uns nicht so etwas passiert. David, warum hast du nicht einen Teil von unseren Truppen zurückgestellt in dieser Stadt Ziklag, um unsere Frauen und Kinder zu bewachen? David, warum sind wir alle mit dir gegangen? David, warum hast du nicht besser geschaut? Und dann, liebe Leute, ganz etwas Heftiges, was da steht. Die Männer, die mit dem David, die besten Freunde, die mit dem David zusammen waren, die haben sich beraten, den David zu steinigen. Stell dir mal vor, du bist in der Situation von David. Du hast Jahre oder Monate lang flüchten vom Saul, entscheidest dich, deine Heimat zu verlassen, das, was dir alles lieb ist, in ein Ausland zu gehen. Dann baust du eine Freundschaft auf mit einem König, aber der König entzieht dir das Vertrauen, du verlierst den König, du verlierst den ganzen Rückhalt in diesem Land. Und nachher verlierst du noch deine Frauen und Kinder. Und dann noch mehr, verlierst du die Leute, die dir ans Herz gewachsen sind, die immer zu dir gehabt haben. Und sie wollen dich sogar steinigen.
Das ist verrückt, nicht? Sie wollen dir ans Leben gehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich der David auch gefragt hat, Gott, was ist los? Ich versuche, die Weg zu gehen und jetzt das? Warum lässt du mich so in den Stich? Warum machst du nichts? Das geht doch am Ende gar nicht auf. Das sind die schwierigen Erfahrungen in unserem Leben. Viel Problem, viele Sachen, die wir verlieren, viel Not und Gott lässt uns einfach am Boden in Ziklang sitzen. Da hören wir vielleicht, wie Gott anderen Menschen auf übernatürliche Art und Weise hilft, aber wir sind im Trockenen, am Boden. Jemand kommt vielleicht ein Haus geschenkt über und man merkt, da ist Gott voll im Spiel. Jemand anders wird vor schlimmem Unheil bewahrt. Jemand drittes überkommt irgendwie 500er Nötli im Briefkasten, den er gerade gebraucht hat. Nur ich bin da, ich sitze am Boden. Ist Gott zu beschäftigen, zum anderen segnen und hat mich dabei ganz vergessen? Das sind die schwierigen Situationen in unserem Leben, wo Gott nichts macht, so wie wir es uns würden erhoffen. Es passiert nicht das, was wir uns sinnlichst wünschten. Gott schweigt. Er lässt Ungerechtigkeit zu. Er lässt Leiden zu. Und es kann ganz gut sein, dass in solchen Momenten der nahe, liebevolle Vater plötzlich zu einem dunklen, unzugänglichen Wesen wird, wo man nicht versteht. Ich mag mich erinnern, wir haben frisch geheiratet gehabt, Barbara und ich. Ist immer eine gute Sache heiraten. Und ein halbes Jahr später sind wir weggezogen aus dem schönen Aarau in Kanton St. Gallen. Jetzt, es gibt Leute, die würden sagen, das ist ein Aufstieg. Ich werde jetzt das nicht so direkt kommentieren, weil sonst habe ich am Freitag eine schwierige Sitzung mit dem Markus. Auf jeden Fall, die Schwierigkeit für uns war tatsächlich, das, was wir gerne hatten, das war in Aarau. Unsere Freunde, also zuerst mal unsere Familie, dann unsere Freunde, wo wir lange Zeit Beziehungen aufgebaut haben, die waren dort, unsere Kirche war dort, unser Volley, wo wir immer jeden Donnerstag miteinander gespielt haben, wo wir so geliebt haben, das war in Aarau und unser Kino, wo wir auch regelmässig sehr viel gegangen sind, war auch in Aarau. Alles, was wir gerne hatten, war in Aarau. Aber wir hatten den Eindruck gehabt, Gott führt uns in den St. Gallischen raus. Und wir sind gegangen. Ziemlich alleine sind wir dort uns vorgekommen. Ich weiss noch eine Situation, wir haben gerne an mein Fußballmatch geschaut. So Länderspiel. Und wir haben keinen Fernseher gehabt, aber in dieser Zeit. Und es war aber ein Spiel gewesen, und wir hätten es eigentlich beide gerne wollen. Schau, jetzt in Aarau hätten wir verschiedenste Leute gehabt, die wir gewusst hätten, die würden locker mit uns ein Zutispiel schauen und würden sogar noch irgendetwas Gutes auftischen. Wo wir da draussen sind im St. Gallischen, wir haben nicht gewusst, wie sollen wir das jetzt machen, wie könnten wir das machen. Aus einem einfachen Grund, wir waren alleine gewesen. Wir hatten irgendwo niemanden gehabt. Aber gleich der Traum war da gewesen, in dieser Region Menschen mit dem Glauben in Verbindung zu bringen. Und wir haben geträumt, oder vor allem ganz fest ich, geträumt von einer Gruppe von Jugendlichen, wo wir miteinander unterwegs sein können, wo wir den Glauben teilen können, so eine dynamische Gruppe, wo wir einander stärkt im Glauben und wo neue Leute auch dazukommen. Der Traum war extrem gross gewesen. Der Traum war so gross gewesen, dass ich extrem viel Energie dort rein investiert habe. So viel Energie, dass es mir am Schluss nachher geklopft hat. Und ja, an einem anderen Ort habe ich auch schon erzählt, dass ich dort nachher in einer Erschöpfungsdepression eingefallen bin. In einem Jahr hat mich krank geschrieben. Was ich euch erzählen ist, ein halbes Jahr später, nach dieser Diagnose, sind wir mit dieser Jugendarbeit eine Woche lang weg gewesen. In einem Camp auch. Und wir haben es dort unlässig gehabt. Das war das erste Mal, ich hatte ja so Schwindel in dieser Erschöpfung innen immer. Und das war das erste Mal, wo der Schwindel wirklich ganz weg war. Und das hat mir so richtig
ja, wieder durchschnaufen. Es ist mir wieder viel besser gegangen. Und was vor allem auch war, wir haben in dieser Woche wirklich coole Momente mit Gott erlebt. Wir sind als Gruppe zusammengewachsen, auch glaubensmässig. Und wir haben nachher, nach dieser Woche, haben wir einen Jugend-Alpha-Live-Kurs gemacht, also einen Grundkurs für den Glauben, wo wir verschiedene Basic-Themen vom Glauben angeschaut haben. Und was so cool war, da sind dann neue Leute dazugekommen in die Gruppe. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, ah, der Traum, jetzt passiert etwas, jetzt geht etwas, jetzt macht Gott etwas mit in dieser ganzen Situation. Bis an den Zeitpunkt zu dem Gespräch mit der Gemeindeleitung. Ich weiss noch, wir sind dort am Tisch gehockt und ich habe gemerkt, irgendetwas ist nicht ganz so einfach. Und jemand hat mir nachher gesagt, aus der Gemeindeleitung, Raphael, wir können unsere Zusammenarbeit mit dir nicht weiter vorstellen. Wir möchten gerne, dass du kommst. Sie haben mir auch Gründe dargelegt, wieso sie das wollen. Im Rückblick muss ich sagen, die einen kann ich sehr gut nachvollziehen, andere finde ich herausfordernder. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie ich dort am Abend heimgegangen bin. Ja, sacke schlecht geschlafen. Und auch die nächsten Tage, das ist mir so tief runtergegangen. Das hat mich so bewegt, ich war wirklich am Boden zerstört gewesen. Auf die einen Seite, weil da Leitungsleute gewesen sind, die erst noch gerade kurz vorher gesagt haben, kommt unbedingt zu uns. Und wo ich nachher gemerkt habe, die stehen nicht mehr hinter mir. Die glauben nicht mehr an mich. Das ist das eine, was mich enttäuscht hat, was mich mega fest enttäuscht hat. Und das andere aber auch, der Traum, den ich hatte, wo ich das Gefühl hatte, jetzt passiert endlich etwas, jetzt läuft endlich etwas und dann zack, fertig. Wir wollen die nicht mehr, wir sehen keinen weiteren Weg mehr. Das ist einer der tiefsten Punkte in meinem Leben gewesen. Was will Gott in solchen Situationen? Was führt Gott im Schild, wenn unsere Pläne durchkreuzt worden sind? Wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden? Ist es wirklich so, wie es sich dann anfühlt? Weil das war auch das Gebet, das ich hatte. Gott, was ist los? Ich habe doch all mein Zuhause verloren, weil ich überzeugt war, du führst mich aus dem raus. Warum kommt es jetzt so schlimm raus? Warum bin ich so am Boden? Warum schenkst du nicht, dass es irgendwo weitergeht? Was ist in solchen Momenten? Ist es wirklich so, wie es sich anfühlt, dass Gott uns in den Stich lässt? Der C.S. Lewis, das ist ein grosser englischer Literaturprofessor, Christ, der hat eine ganz andere Meinung über das. Er hat gesagt, gerade in solchen Tiefpunkten, wenn wir zu unterst und am Boden sind, dann hat Gott die besten Botschaften für unser Leben parat. Er sagt, Schmerz ist ein Megafon für Gott, von Gott. Da haben wir ein Zitat. C.S. Lewis sagt, Gott flüstert uns, zu uns, in unserer Freude, genau. Er spricht in unser Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerzen. Also wenn es so aussieht, wie wenn alles schief geht, wenn alles kaputt ist, wenn wir alles verloren haben, dann haben wir es mit Gott zu tun. Weil er hat dann uns etwas zu sagen. Er wird dann uns etwas weitergeben. Jetzt, das ist ganz wichtig, dass wir es wissen. Warum ist das wichtig, dass wir es wissen? Dass gerade in solchen Momenten, wenn wir zu tiefst am Boden sind, dass Gott uns dann etwas sagen will. Das ist darum so wichtig, weil wenn wir am Boden sind, in Ziklag, wenn wir nicht mehr ein- und aus wissen, dann gibt es zwei Varianten. Wir müssen uns entscheiden, wie wir weitermachen. Entweder auf die einen Seite bleiben wir am Boden, wir bleiben in unseren Enttäuschungen, in unserem Frust drinnen, in der Enttäuschung gegenüber Leuten oder so, oder aber wir entscheiden uns, ganz neu auf Gott zu vertrauen. Uns nach ihm auszustrecken und zu sagen, Gott, was hast du vor? Was willst du mit mir machen? Wo willst du mit mir durchgehen? Die zwei Entscheidungen müssen wir treffen. Entweder bleiben wir am Boden oder wir strecken euch aus. Und ich werde euch etwas erzählen, was passiert, wenn wir am Boden unten bleiben. Es passiert nämlich etwas. Wir sind jetzt zuerst vielleicht enttäuscht gegenüber Personen. Eben beispielsweise gegenüber einer Gemeindeleitung oder gegenüber einer Familienperson, gegenüber einem Arbeitgeber. Und wir geben dieser
Enttäuschung geben wir Raum. Wir lassen sie wirken an uns. Und das macht etwas. Weil irgendeinmal fängt es an zu passieren, dass wir nicht nur von diesen Personen enttäuscht sind, sondern dass wir auch von anderen Personen auch enttäuscht sind. Dass wir uns zurückziehen, dass wir unser Vertrauen zurücknehmen. Und am Schluss geht es so weit, dass wir Gott auch nicht mehr vertrauen. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das ganz spannend, wo der Charles Swindoll, ein Pastor und Autor, der schreibt: Ich habe noch niemanden getroffen, der von der Menschheit enttäuscht war, ohne gleichzeitig enttäuscht zu sein von Gott. Das geht Hand in Hand. In diesem Klima brüten wir unseren Zynismus aus. Also was der Swindoll da sagt, ist, wenn du am Boden sitzen bleibst, wenn du in deiner Enttäuschung stecken bleibst, dann fängt das an, wie ein Krebsgeschwür anzuwirken in deinem Leben. Es fängt an, von verschiedenen Bereichen in deinem Leben anfressen, bis es am Schluss auch deine Beziehung zu Gott wird anfressen. Aber das ist so. Das passiert, wenn du im Schmerz stehen bleibst. Du sagst, Menschen sind gemein zu mir, ich traue nicht mehr. Das Leben ist gemein zu mir. Am Schluss, Gott ist gemein zu mir, ich kann ihm nicht mehr vertrauen. Es gibt einen anderen Weg. Ich kann anfangen, mich auszustrecken zu Gott. Sagen, Gott, ich bin in einer verschissenen Situation. Ich weiß nicht mehr, weder aus noch ein. Ich weiß nicht, wo es durchgeht. Ich weiß nicht, was du vorhast mit meinem Leben. Bitte hol mich raus. Ich bin zerbrochen. Bitte form du mich nach deinem Willen. Ich will ein Mensch, ein Mann, eine Frau werden nach deinem Herz. Führ mich raus. Von dieser Entscheidung ist der David weggestanden durch den Zyklag, wo ihm die Männer gesagt haben oder sich überlegt haben, dass sie ihn steinigen wollen. David hat auch müssen entscheiden, werde ich in meiner Enttäuschung stehen bleiben, in meinem Frust, oder lehne ich mich an Gott an, vertraue ich ihm ganz neu, lege ich mein Herz ihm ganz neu her, rechne ich mit ihm. Und ganz spannend, und das finde ich wunderschön, und wenn ihr irgendetwas mitnehmt, dann nehmt diesen Vers mit heute, Kapitel 30, 1. Samuel Kapitel 30, Vers 6, heisst es dort, der David hat sich an Gott angelehnt und dort steht, doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Er vertraut ganz neu und das gibt ihm neue Kraft in sein Leben, neue Energie drin. Und dann passiert es. Gott antwortet. Gott macht ganz spannende Sachen und nur eine kurze Zeit später passiert das, was wir gehört haben, dass der David die Krone doch tatsächlich auf dem Kopf hat. Bei mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen. Ich denke, die Wochen und Monate nachher, vor allem Monate nachher, das sind die tiefsten Momente, die ich Gott erlebt habe. Wo ich erlebt habe, wie er anfängt, Sachen in mein Leben hineinreden. Wo er anfängt, Sachen mir sagen, mich verändern. Und wo ich es im Rückblick so froh war, oder so froh bin, dass das passiert ist. Jetzt, was machen Menschen nach dem Herz von Gott in schwierigen Situationen? Was machen sie? Sie gehen es nicht auf, sie resignieren nicht. Es sieht ja so aus beim David, wie wenn er alles verloren hat. Das Daheim, seine Frauen, eben zuerst noch der Achish, der Philisterkönig, dann seine Frauen und seine Freunde. Es sieht aus, wenn er alles verloren hat. Aber hat er tatsächlich alles verloren? Nein, natürlich nicht. Er hat immer noch verschiedene Sachen gehabt. Er hat zum Beispiel seine Begabungen hat er noch gehabt. Die hat er nicht verloren. Er hat sogar seine Familie noch gehabt. Er hat es zwar in dem Moment nicht gewusst. Er hat verschiedene Sachen noch gehabt und vor allem hat er auch noch Gott gehabt. Ich sage das darum, weil in solchen Tiefpunkten sieht es manchmal so aus, wie wenn wir alles verloren hätten. Wie wir nichts mehr haben. Aber ist es wirklich so? Ist es wirklich so, wenn ich meinen Job verloren habe, dass ich den wirklich nicht mehr habe? Ist es so, dass wenn jemand liebt, mir weggenommen worden ist, dass ich wirklich nicht mehr habe? Ist es so, dass ich in solchen Moment allen Grund hat, um auf Gott nicht mehr vertrauen. Ich denke, es ist ganz kraftvoll, wenn wir in solchen Tiefpunkten drin sind, dass wir uns die Frage stellen.
ist wirklich alles weg? Oder ist noch etwas da? Auch wenn mir das eine, das ich so gerne hatte, wenn das weg ist. Oder eine nächste Frage. Was für Möglichkeiten habe ich trotzdem noch? Was gibt es in meinem Leben, wo mir niemand nehmen kann? Was gibt und erhaltet mir Gott immer noch auch dort, wo mir ganz viel weggenommen wird? Am Schluss geht es bei diesen Fragen ja eigentlich um das. Es geht darum, in allem Schmerz und in allem Trauer, und ich werde das ganz bewusst sagen, es ist auch wichtig, wenn wir an so einem Tiefpunkt sind, wir dürfen traurig sein und wir dürfen enttäuscht sein und das soll Platz haben und Tränen soll Platz haben, und wenn wir das nicht können machen, wenn wir nicht können traurig sein und das einfach verdrängen, dann ist das überhaupt nicht gesund. Aber es geht darum, dass wir den Blick irgendeinmal wieder finden für alles Gute, was gleich noch da ist. Und das ist die Frage, haben wir den Blick, überkommen wir den Blick, dass wir die Sachen sehen, das Gute, wo Gott uns gleich noch drin einlegt, in unsere Lebenssituation hinein. Haben wir den Blick, dass wir, am Schluss geht es ja darum, dass wir Gott als guten Gott gleich noch sehen, der auch noch verschiedene andere gute Sachen in unser Leben einlegt. Haben wir den Blick für das? Haben wir den Mut, dem Gott zu vertrauen, wieder weiter? Vor einer Woche sind wir spazieren. Barbara, Kind und meine Eltern und ich auch. Also eigentlich war es nicht ein Spaziergang, eigentlich war es eine Wanderung. Eine straube Wanderung. So eine straube Wanderung, dass ich am Schluss am Abend wirklich kaputt war. Es war nicht so verrückt weit zwar, aber wir waren im Jura. Und es ist etwas ganz Spannendes passiert. Und zwar hat ich es nicht erwartet. Meine Tochter hat mich konditionell ziemlich ans Limit gebracht. Und zwar, es ist, das eine Mal ist es so wirklich auf einen Aussichtspunkt heraufgegangen und Diana ist wie ein junges Rehli draufgesprungen und ich bin so hinten nachgelaufen, so richtig außer Atem. Und ich dachte, dass sie mich erst in späteren Jahren konditionell herausfordert, aber es ist jetzt tatsächlich schon der Fall gewesen, das hat mich jetzt zu denken gegeben. Jetzt hat immer, kann immer zwei Seiten haben. Oder? Es, auf der einen Seite kann es an meiner Kondition liegen, aber es könnte ja auch an ihrer guten Kondition liegen. Also, böse alle, die denken, es liegt wegen meiner schlechten Kondition. Auf jeden Fall, einmal sind wir dann so ziemlich am Anfang bei einem Altersheim vorbeigekommen. Und das ist so am Jura, so am, ja, schön auf einer Höhe oben. Und es ist schon so schön gewesen vor einer Woche, es ist so klar gewesen. Und es hat dort so ein Bänkchen gehabt, wo wir können heransitzen, wo wir zu Mittag gegessen haben. Und wunderbar, die ganze Alpenlandschaft haben wir gesehen, Berge. Ich habe zwar keine Ahnung, wie sie heißen. Ich glaube, Eigermönch und Jungfrau hat man irgendwie noch so gesehen, aber sonst, ich weiß es nicht, da gibt es ja heute auch gute Apps und so. Auf jeden Fall, wo wir dort auf dem Bänkchen gewesen sind, wo ich mal so einmal alles gesehen habe von den Alpen und von dem schönen Panorama, habe ich ein bisschen in die Nähe geschaut und da ist dort so ein Schildchen gestanden im Garten von dem Altersheim. Und ich habe das gelesen und hat zuerst gemeint, irgendwie ein Blumen angeschrieben oder so. Und der, wo ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, oh, das ist etwas Frommes. Und dann habe ich es nochmal gelesen und habe es nochmal gelesen und habe gemerkt, da steckt unglaublich viel Kraft drin. Es ist ein ganz kleines, ein einfaches Gebet gewesen. Und das Gebet, das ist so gegangen. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Durch im Altersheim, im Garten, mit drin innen, in dieser schönen Landschaft. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich glaube, dass das in diesem Altersheim war, das hat einen ganz tieferen Sinn auch. Ich glaube, je älter wir werden, desto mehr gibt es Sachen, die wir von Gott einfach nicht verstehen. Wo wir nicht dahinter sind. Und wo unser Glaube schon recht ankaffeln kann. Und ich habe gemerkt, in diesem Gebet steckt aber gleichzeitig auch eine Kraft, eine tiefe Kraft. Und ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich weiss nicht, wie deine Pläne gehen und wie das am Schluss gut rauskommt. Aber ich vertraue dir gleich. Und das ist ja genau das, was David gemacht hat. Er hat ja, wo er dort in Ziklag am Boden war, hat ja auch keine Ahnung gehabt, dass das gut rauskommen könnte. Es war ja alles schlecht gewesen und er macht genau das. Herr, ich weiss nicht, wie du das kehrst. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich habe mich an dir fest. Und der heisst, und ich werde das wirklich nochmal sagen, weil ich es so schön finde, und
David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Er ist neu aufgeblüht. Es hat ihm einen neuen Boden gegeben. Unter den Füßen. Ich werde so gegen Schluss kommen. Ihr dürft von mir aus jetzt schon mal vorkommen. Ich werde dem Gedanken noch so die richtige Rahmen geben. Weil was interessant ist, der David, der hat zu dem Zeitpunkt, wo er sich entschieden hat, auf Gott zu vertrauen, hat diese Geschichte ja nicht so, wie wir sie lesen können. Er hat ja nicht gewusst, dass es so rauskommt. Er hat keinen Grund gehabt, damit zu rechnen, dass er kurze Zeit später die Krone auf dem Kopf hat, dass seine Treue sich an Gott festzuhalten, dass die so sichtbar, innerhalb von kürzester Zeit, dass das so sichtbar belohnt wird. Gott wünscht sich das. Gott wünscht sich Menschen, die gerade wenn sie so am Boden sind und keine Aussicht haben auf ein Happy End, die nicht damit automatisch rechnen können, dass es sowieso gut wird, die auf ihn bauen und ihm vertrauen und sich an ihn anlehnen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Am Schluss geht es Gott nicht so fest um das Endergebnis, was am Schluss rauskommt, sondern der Weg dorthin. Unser Dranbleiben bei Gott, in der Nähe bleiben von Gott, bedeutet Gott viel mehr als das, was am Schluss rauskommt. Mein Praktikumsbegleiter, Thomas Harry, der hat, von ihm habe ich verschiedene Gedanken aus dieser Predigt. Und der hat eine Geschichte erzählt und die finde ich ganz interessant. Da ist es um eine Frau gegangen, die hat während vielen Jahren in einem afrikanischen Stamm gelebt. Und es ist dann der Tag gekommen, wo sie sich entschieden hat, zurückzugehen in ihr Heimatland. Ich vermute, es ist irgendwo aus Europa gekommen oder vielleicht aus Amerika. Und sie hat sich entschieden, eben wieder zurückzugehen. Und der Stamm hat sich dann, die Leute, die Eingeborenen dort, haben sich von dieser Frau verabschiedet. Und das war eine ganz eindrückliche Szene, weil alle haben deren Geschenk gebracht. Es waren sehr, sehr viele wertvolle Geschenke, so Teppich und kunstvolle Schnitzereien. Bis auf einen Mann. Der Mann hat ihr nichts anderes geschenkt als eine Muschel. Es war nicht eine speziell schöne Muschel, aber was die Frau gewusst hat, es ist eine speziell außergewöhnlich oder eine Muschel, die wenig vorkommt. Man hat weit müssen reisen, mehrere Wochen lang reisen, um die Muschel zu finden. Als er die Frau, den Mann angesprochen hat auf das, hat der Mann gesagt, die Reise dorthin, das ist Teil von meinem Geschenk an dich. Die Reise, der Weg, das Unterwegssein, das ist Teil vom Geschenk. Wie das ein schönes Bild für, wie wir dranbleiben, wie wir mit Gott unterwegs sind, gerade eben an den tiefsten Punkten, dann ist es genau gleich auch ein Geschenk, das wir Gott geben. Das ist auch Anbetung. Wenn wir Sättig noch mal wollen, wo wir eigentlich keinen Grund haben, dass es wieder gut könnte kommen, dass wir an Gott festhalten und sagen, Gott, ich vertraue dir. Auch wenn ich momentan überhaupt nichts sehe, ich habe an dir fest. Dem David hat sich das Blatt wieder zum Guten gewendet. Kurze Zeit ist es gegangen und der David hat seine Krone gehabt und ich kann mir sehr gut vorstellen, nach einem später in seinem Leben von David wird der David zurückgeschaut haben in die Zeit auf die Zeitklage und wird denken, es ist so gut, dass ich dabei geblieben bin. Es ist so gut, dass ich nicht aufgegeben habe. Der David ist König geworden. Und es gibt vielseitige Geschichten, wo es eben am Schluss der gut rauskommt. Der Josef beispielsweise auch in der Bibel. Oder ein Nelson Mandela in unserer Zeit heute, wo es gut rausgekommen ist. Aber es gibt eben auch die anderen Geschichten. Die Geschichten, wo Leute vertraut haben, wo Leute auf Gott gesetzt haben, in schwierigen Situationen. Und es ist, das Blatt hat sich nicht zum Guten gekehrt. Johannes in der Bibel ist geköpft worden. Dietrich Bonhoeffer, der hat seine Gefangenen getröstet und am Schluss ist er gleich umgebracht worden. Es gibt verschiedenste solche Geschichten, wo sich das Blatt nicht zum Guten kehrt.
wo Menschen keinen Dank bekommen, wo Menschen keine Krone bekommen. Eine Krone, die beweist, dass es gut war, dass sie dran geblieben sind. Man erzählt ihre Geschichte nicht auf dieser Welt. Aber wisst ihr was? Es gibt einen Ort, wo ihre Geschichten erzählt werden. Es gibt einen Ort, wo sie ihre Kronen bekommen. Im Himmel. Weil Gott ist ein Gott, der sich daran erinnert. Gott ist ein Gott, der nicht vergisst, wie wir uns an ihm festgeklammert haben. Gerade in unseren tiefsten Tälern. Gott ist ein Gott, der das nicht vergisst, sondern der etwas Wunderbares parat hat für uns. Und ich finde das ganz wichtig. Vergiss das nicht. Gott kennt dich. Gott kennt deinen Weg. Gott weiß, wo du durchgehst. Und für das, wenn du dich an Gott festhältst, bekommst du Kronen über. Wenn es nicht auf dieser Erde da jetzt ist, dann doch in der neuen Welt von Gott. In dieser Welt, wo die die grösste Wertschätzung überkommen, wo da auf dieser Erde durch die dunkelsten Täler durch müssen. Offenbarung 2, Vers 10 sagt Jesus, bis treu, bis an Tod, so will ich dir die Krone vom Leben geben. Heb durch, bleib dran. Und wenn du, und das sind meine letzten Worte jetzt, wenn du heute an so einem Tiefpunkt bist, wenn du irgendwo tief unten stehst, dann wird ich dir das mitgeben. Lehn dich an die Jesus fest. Heb dich an ihm. Heb dich an Jesus fest. Er hat etwas Spezielles parat für dich. Weil am Ende geht es eben trotzdem auf. Amen. Ich möchte bitten, dass wir miteinander aufstehen und es wird nachher so laufen. Wir haben jetzt auch noch Zeit von der Anbetung und wenn wir nachher die Lieder singen, ist das vielleicht jetzt auch ein Ausdruck von unserer, von deiner Haltung Gott gegenüber, dass du sagst, ich will dir Gott ganz neu vertrauen. Ich will ganz neu auf dich setzen, vielleicht auch gerade in einer schwierigen Situation. Und dann nimm dein Herz auch mit trainieren. Wir stehen zum ersten Lied, weil sicher alle stehen, die einigermaßen mögen, und dann die anderen dürfen dann absitzen. Und ich würde gerne auch mit einem Gebet noch starten in die Anbetungszeit. Ich werde dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du ein grosser, ein allmächtiger Gott bist. Und ich werde dir Danke sagen, dass du uns als deine Kinder wettisch haben. Dass du eine grosse Sehnsucht hast nach uns. Und gleich lässt du manchmal Sachen in unserem Leben zu, die wir nicht verstehen und wo wir einfach nicht dahinter sind und die so schwer sind. Schwer so, dass wir es manchmal fast nicht mehr tragen. Und ich werde dir bitten für uns alle zusammen, dass wir in solchen Momenten von diesen dunklen Stunden an dir festhalten können. Dass wir nicht aufgehen, nicht den Bettel herrühren, sondern uns, so wie der David das gemacht hat, mit aller Wucht in deine Arme hineingehen. Dass wir auf dich vertrauen. Und ich werde dich beten, und werde dich darum bitten, dass wir auch miteinander erleben dürfen, wie du immer auch wieder gerade an unseren Tiefpunkt eingreifst und uns auf ein ganz neues Blatt aufstellst, eine ganz neue wunderbare Aussicht schenkst. Mach uns zu solchen Menschen nach deinem Herz, die dabei bleiben und nicht aufgehend bei dir sind. Amen.